recipe. Oh! Dreh dich doch nicht um, du blödes Och, Mann. Ich kann nichts sehen. Ja, dann dreht er auch noch den bescheuerten Kopf, ja? Ich habe erschrocken eben. Weil er aber das gesehen hat, innerlich bin ich eben gestorben, ne? Ich feste Überzeugung war, die Drecksau ist nicht mehr da. Ich finde Salz, um den Altar zu reinigen. Welchen Altar? Hi, meine lieben Sie, wir sind zurück zu Project Nightmares. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das jetzt ist. Ja, meine Verzweiflung, mein Hass sind ja mittlerweile Motivation umgeschlagen, ja? Also das Spiel hat sich gut entwickelt bis jetzt. Es hat, Bananenchips. Ich liebe Bananenchips. Hat ja sich jetzt von der besseren Seite gezeigt. Ich bin gespannt, wie die Szene jetzt hier wird. Wir sitzen ja in diesem Raum da fest und irgendwas müssen wir mit diesen Leichenkammern da machen. Wir werden sehen. Wir gehen rein. Ich glaube, wir werden es genau da rausgeschmissen. Ich bin mal gespannt. Könnte lustig werden. Ich muss mich jetzt erstmal da umsehen. So. Tief durchatmen. Wir entspannen uns. Okay, das sind alles Szenen, die haben wir schon gesehen. Ja. Mal gucken. Da sind wir jetzt, genau. Mal gucken, was da noch so zeigt. Da waren wir noch nicht. Behaupte ich jetzt mal. Zeigt ihr die einzelnen Kapitel? Könnte das sein? Da waren wir auch noch nicht. Jetzt lad doch mal, Mann. Ich bin hochmotiviert, los. Na komm schon. Was soll denn das? Danke. So. Ja, okay. Sie, da, okay. Ich mach das, muss das mal aufmachen hier. Mach's auf. Ja. Vielleicht kann ich da rein. Ja, ja, ist gut, lass mich los. Mein Gott. Kann ich da rein? Nee. Da ist noch eine Tür. C4. Irgendwo muss eine Tür sein, wo ich durch kann. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kann ich irgendwo reinklettern. Easy, Henrietta. You're already mine. Ja? Was machen wir jetzt damit? Hä? Oh! Okay. Ja, sehr schön. Okay. Okay, das war ja easy. Überreste von Henrietta Catwalls Leiche. Schön. Mit seiner physischen Form können wir das beenden. Unsere Wissenschaftler sagen mir, dass du zwei Möglichkeiten hast. Seine Überreste zu zerstören oder sie zu reinigen und ihre Seele zu retten. Deine Entscheidung. Töten? Nee, retten. Genau, es war nicht ihre Absicht, es war nicht ihre Schuld. Ich muss sie retten. Um das Böse zu reinigen, musst du einen stärkeren Zauber einsetzen als einfaches Salz. Benutze das Buch der Toten. Wir erhalten eine starke Energiemessung davon. Okay. Gut. Die Aura markiert diese Seite. Mal sehen. Ich brauche einen passenden Ort, einige Dinge zur Vorbereitung. We're detecting a strong energy in the center of the salt circle. Mit dem Salzkreis. Oh nein. You should go and investigate what it is. Okay. Be careful. Mal wieder. Erarbeite den Fluch. Okay. Die Gottheiten werde ich wohl nicht mehr alle finden, ne? Kann ich die noch öffnen jetzt? Nee. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt zum Salz. Mein Gott. Zum Salzkreis. Ach, jetzt müssen wir wieder hier durch. Ach, nee.
war die Totenkopftür. Habe ich jetzt mittlerweile einen neuen Schlüssel eigentlich? Das war der Totenkopfschlüssel. Der war bei beim Puppengang. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir kommen hier. Hä? Ach, das ist die scheiß Puppe. Mein Gott. Lasst mich doch alle in Ruhe, ey. Nee, hier ist. Wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt habe ich mich total verfranst. Okay. Ich gehe jetzt bestimmt wieder zurück, ne? Ah nein, ich bin richtig. Wahnsinn. So. Okay. Die scheiß Maske ab, ey. Wir müssen zum Salzkreis. Aber wohin? Monokel habe ich ja nicht mehr. Nee. Also, es gibt ja noch zwei Türen. Ich glaube, wir gehen mal hier rein. Ah. Oh, oh! Wo hast du Henrietta geschlagen? Voll auf die Omme. Oh! Schlüssel in Form eines Kessels. Ah, okay. Weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ist klar. Ist sie jetzt weg? Oder ist sie jetzt... Ist sie jetzt... Ist sie jetzt richtig sauer? Wahrscheinlich. Oh. Voll die Platzwunde am Kopf, ey. Es tut mir so leid. So. Ob hier jetzt der Kessel war, ich habe keine Ahnung. Es sind... Drei Zeichen. Totenkopf, Kessel und noch irgendwas anderes. So. Okay. Wir müssen jetzt nur hier durch. Mehr nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht zu dicht an den scheiß Puppen vorbei. Ja, komm schon, komm. Hm. Diese Dreckspuppen. Ah, komm. Okay. Das Problem ist, je mehr ich atme, ja, desto weniger sehe ich natürlich. Muss ich jetzt hier lang? Ist das richtig? Oder habe ich mich jetzt verfranst? Ah, ne. Falsche Richtung. Okay, also nochmal hier durch. Puppen, Finger weg. Möchte nicht angegrapscht werden. Hier muss ich lang. Mal schön die Decke im Auge behalten. Wir müssen links rum. Hier. Ja, richtig. Okay, guck mal. Cool. Gewehr. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Gewehr ist der Kessel. Gut. Und richtig. Wahnsinn. Hätte auch das Nacktbild sein können. Ich bin aber nicht mehr sicher. Ach, wie schön. Kann man die Maske übrigens abnehmen? Ja, sehr schön. Ach, du Scheiße. Was brauche ich denn? Finde einen Ort im Flur vorzubereiten. Okay, mehr sagt...
Mehr sagt er mir jetzt nicht. Schön, dass wir so eine Taschenlampe haben. Anstelle einer Kerze. Finde ich ganz cool. Ruhig. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Was soll ich denn jetzt hier finden? Soll ich überhaupt was finden? Also ja, irgendwas muss ich ja finden, aber... Er speichert, okay, sehr schön. Ah! Oh ne! Oh shit. Again, you make my life impossible. Ja. Ich muss mich irgendwo verstecken. Oh, okay, er kraucht unter den Tisch. Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Da drüben wahrscheinlich. Wo ist sie denn? Okay. Wow. Mach deine Taschenlampe wieder an. Ja, mach nur nicht deine Lampe an. Was ist das hier für ein Fleck? Wäre ja Quatsch, die Taschenlampe anzumachen. Ach, das ist Blut. Ich wenigstens wüsste, wo ich hin soll, aber... Oder was ich suche. Ach, guck mal. Ach, hier kann ich nicht durch. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ein Gefäß oder... Keine Ahnung, vielleicht hätte ich mich dazu entscheiden sollen, sie zu töten, die Überreste. Vielleicht besser gewesen, ich weiß es nicht. Ohne irgendwas zu sehen, ja, ohne zu wissen, wo wir hin sollen, was wir überhaupt machen sollen. Also ich weiß ja, was ich machen soll, aber das ändert ja jetzt nichts an dieser Situation gerade. Vielleicht stelle ich mich auch gerade einfach extrem dumm an. Okay. Ich bin jetzt hier rumgeirrt. Ich bin jetzt in der hintersten Ecke. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bewege es jetzt. Ist das ein Schrank, der im Bild steht? Wollt ihr mich verarschen? Im Dunkeln? Aha. Ja. So leck mich doch echt. Jetzt geht's weiter im Dunkeln, oder wie? Wo war denn jetzt die Stelle, wo ich durchgekrochen bin? Ey.
so, jetzt bin ich wieder zurück. Ja, gut. Ja. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Okay. Was ist das für ein Raum? Viele Bilder. I can prepare the spell here. Ich kann den Zauber hier vorbereiten. Okay, alles klar. Mal sehen, welche Zutaten wir benötigen. Oh, ne. Finde die Zutat für den Fluch. Okay, es hat sich auf jeden Fall eine seltsame Statue. Ach so, oh, guck mal, eine Gottesstatue noch gefunden. Ja, okay. Die Zutaten. Nothing's happened. This doesn't seem to be the right answer. Wie viele Zutaten brauchen wir denn? 3. Something's missing. 3 Zutaten? Vier Zutaten. Wo soll ich denn die finden? Sind die hier in dem Raum? Sind die woanders? Die Mistkrücke rennt da draußen rum. Ist eine andere Möglichkeit, hier rauszukommen? Woher weiß ich denn, was ich für Zutaten brauche? Kann ich hier irgendetwas raus erlesen? Nicht so wirklich. Hier steht zwar alles Mögliche rum, aber okay. Ich meine, die läuft jetzt da draußen so rum. Wie soll denn das jetzt funktionieren, bitte? Das ist jetzt wohl ein Scherz, oder? Da oben steht eine Zutat. Kann mich nicht ducken. Wo steht noch einer? Das ist jetzt hier wieder so Trial and Error, ja? Okay, 3. Eine fehlt noch. Das Glück ist, wenn ich sterbe, behalte ich trotzdem die Zutaten. Das ist der Vorteil. Aber... Hui. Ich bin ganz erstaunt, dass mich das Mistding noch nicht erwischt hat. Es wird wahrscheinlich gleich soweit sein. So, da ist das Bild. Da weiß ich wenigstens, dass ich da den Gang nehmen muss dann. Ich bin gerannt. Ich darf nicht rennen. Okay. Ja, ich darf nicht rennen. Ist okay. Mein Fehler. Habe ich mir fast gedacht. Bitte. 3 von 4. Okay, danke. Wenigstens das. Ach, jetzt sind wir wieder hier.
Kann ich hier schon irgendwas machen? Nothing's happened. Nee. Mal eine Zutat hier rumsteht vielleicht. Also, ich würde ja blau leuchten. Gut. Das hat ja eben erstaunlicherweise gut geklappt, also... Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich habe alle vier Zutaten. Die Flasche hat nicht geleuchtet. Habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen. Okay. Try and error. Ist unmöglich, in einem Zug zu schaffen. So. Alright, these are all the ingredients. Mhm. Let's get to work. An die Arbeit. So. Ach so. Buch ansehen. Ach so. Was? 3, 4, 9, 5. Okay. Käfer. 3-mal Käfer. Nein, zurück. Mann. So. Dreimal Käfer. Aber das funktioniert ja so nicht, wie ich mir das jetzt hätte vorgestellt. Weil 9-mal Wurm und 5-mal Zahn. Weil es eine 9 ja hier nicht gibt. 6, 7, 8. Ah, Moment. 5, 6, 7, 8, 9. Moment. Doch, das geht. Moment. Moment. Vielleicht muss das ja so sein. Moment. 5-mal Zahn. Und 9-mal Wurm. 6. Das heißt 6. Nein. Wurm. Wurm. Einmal hier. Nein, zurück. Wurm. So. 6. Und 2 ist 9. Okay. Jetzt gehen wir hier rauf. Und in welcher Reihenfolge? Keine Ahnung. Ich meine, es ist tiefer. Das war's. Das war's. Ja. Oder? Ach, nochmal.
Okay. Fünf, sechs und drei. Fünf, sechs und drei. Und da muss ich noch eine sieben herkriegen. Das ist vier. Fünf, sechs, sieben. Ne? Ja. Okay, also Käfer fünf. Pilz 6. Das geht auch klar. Schlange 3 oder Wurm. Wurm 3. Ich habe mich jetzt nicht vertan. Oh, ich hasse es. So. Wurm 3. Und Zahn 7. Vier. Fünf, sechs, sieben. Ja, das stimmt. Das passt. Das passt. Yes. Das passt. Oh, mache ich was? Ah, das Bild ändert sich immer, also es scheint zu stimmen. Die 8. Ach du Scheiße. Die 8 ist 4. 5. Und 3. Ist die 8. Haben wir eine 7? 6. Nein, es geht nur bis 6. Ach du Scheiße. Ich habe bis 6. Hm. 6 und 2 ist 8. Ja. Okay, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wir haben die 4, die 2, 5 und 3 ist 8 und 6 und 1 ist 7. Ich bin nicht besonders gut im Rechnen, darum ist das für mich gerade echt eine Herausforderung. Also die 4 behalten wir. Vier war jetzt Käfer. So. Müsste stimmen. Vier. Okay. Dann Pilz. Pilz ist die 7. Da haben wir 6, plus 1. Okay. Der Wurm ist die 8, 5 und 3. Wurm. 5 und 3. Ja, das sieht gut aus. Und dann brauche ich noch den Zahn. Das ist die 2. Gut. Mein Gott, ey. Und das mir, wo ich so schlecht rechnen kann, ey.
ist aber aufgegangen. Okay, so, herstellen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt dreimal machen musste oder vorher zweimal falsch gemacht habe. Aber egal, Trank für den Zauber haben wir. Sehr gute Arbeit. Unsere Wissenschaftler meinen, dass ihre Überreste an einem speziellen Ort legen müssen. Du kannst den Altar benutzen. Sobald sie platziert sind, benutzt das Salz, um sie zu reinigen und den Zauber zu wirken. Das müsste funktionieren. Okay. Müsste funktionieren? Wenn ich herauskomme, trete ich den Arsch. Ja. Führe das Ritual durch und rette Henrietta Kedward. Finde Salz, um den Altar zu reinigen. Welchen Altar? Welchen Altar denn? Das ist wieder so... Ey. Das ist doch nicht der Altar hier, oder? Nee, hier ist nichts mehr aktiviert. Den Altar, wo wir vorher die Bilder hatten? Hallo? Okay. Das Mistding scheint jetzt hier nicht mehr rumzurennen. Das heißt, ich hoffe, ich finde jetzt hier einen Weg. Was soll ich jetzt tun? Ich bin so erschrocken, ey. Ich konnte nicht mal schreien. Soll ich jetzt echt hier rausfinden, ja? Sehr witzig. Ja, toll. Was soll ich denn machen? Ich habe mich erschrocken eben. Weil er aber das gesehen hat. Aber innerlich bin ich eben gestorben, ne? Weil ich fest der Überzeugung war, die Drecksau ist nicht mehr da. Gibt es hier irgendwie? Ich soll jetzt im Dunkeln durchrennen. Ohne Taschenlampe. Geil. Ich weiß nicht, wo lang. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh, ich stehe wieder hier. Nein, nein, nein. Mir ist auch noch kotzelend, ey. Mir ist wirklich kotzelend. Ja. Ja, ist toll. Ganz intelligent gelöst. Im Dunkeln. Geil. Warum ist das Spiel zwischendurch so beschissen? Echt. Ich kann
nichts sehen. Ja, dann dreht er auch noch den bescheuerten Kopf, ja? Hat keine Sau interessiert. Ach, ja. Ja. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, an die Fenster vorbeizukommen. Dass sie direkt hinter dir ist. Das heißt, es muss einen anderen Weg geben. Ich weiß es nicht. Ich sehe ja nichts. Ich habe gerade so einen Hals. Wirklich. Ich habe gerade einen richtigen, richtigen Hals. Speicher doch die Scheiße wenigstens mal. Ja, so nach dem Fenster oder keine Ahnung. Wonach? Irgendwo halt. Ja, es war wieder die falsche Ecke, ich weiß. Kotz im Strahl, echt. Dreh dich doch nicht um, du blödes Arschloch, Mann. Ja, selbst wenn ich warte. Wozu soll ich mich befreien? Die erwischt mich doch jetzt eh. Ja, beweg dich, Mann. Glotz nicht. Ja, lauf. Nee, duck dich nur nicht. Klar, weiß ich im Dunkeln, wo ich da jetzt lang muss. Natürlich. Ja, klar. Wieder hier. Ja, lauf. Penner, ey. Diese Scheiße. Warum sind die Dinger wieder da? Muss ich irgendwas finden?
Ah, Mist. Ah, hat nicht mehr gereicht. Okay, gut. Ja, da ich jetzt geschlafen. Ich muss hier durch. Lauf bestimmt gerade wieder zurück. Bei meinem Glück. Oder? Ja. Mann, halt die Fresse. Was ist denn? Oh. Führe das Ritual durch und rette, finde Salz, um den Altar zu reinigen. Ja. Salz haben wir jetzt. Führe das Ritual durch. Welchen Altar denn? Welchen Altar? Ja. Jetzt habe ich kein Salz mehr, ne? War klar. Okay. Aber welchen Altar? Habe ich zufällig einen Schlüssel bekommen, von dem ich jetzt nichts weiß? Hier ist das Bild für den Nackten. Püppi und Gewehr hatten wir. Vielleicht, da fehlt mir noch ein Schlüssel. Vielleicht muss ich hier durch. Ich weiß es nicht. Hör zu, ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss, weil ich habe wirklich so einen Hals. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen ausgerastet bin. Vielleicht ist es nachvollziehbar für euch. Dieses Spiel bringt einen wirklich von so, oh toll, auf richtig scheiße. Ja, und das ist ja so unfair teilweise. Wir sehen uns morgen aber versprochen zu einer neuen Folge Project Nightmare wieder. Auch wenn ich es schon längst bereut habe. Zumindest mal wieder nicht, aber jetzt wieder. Macht euch noch einen schönen Abend. Bis dann.